Dinge zurück. Nee, man muss ja auch mal. Man muss doch auch mal ausspannen. Weißt du? Ich mache ein Sabbatjahr. Na klar. Klar, geh ins Kloster. Zwei Tage. Klar. Klar, nicht länger. Ne? Nee, ich habe mich auch informiert über Klosterleben und hier und vor allem, das sind ja, wie heißen die Dinger nochmal? Die heißen Zis, irgendwas mit Ziege, Zis, oh Gott. Ja genau, Zisterzienser. Ne? Nee, ich habe geguckt bei Wikipedia. Das beeindruckt die dann schon, wenn man so Bescheid weiß. Ne? Ich glaube im 12. Jahrhundert oder so ist so ein Ritter, mit 30 seiner Mitritter, ist er da in den Orden eingetreten. Ja, irgend so ein Bernhard, keine Ahnung. Ist das Kloster irgendwie dadurch groß geworden? Ne? Was? Ja, nee, ich hab einen Termin bei denen. Hier, aber warte mal, bleib mal da dran. Ich stehe gerade vor diesem Tor oder Portal oder wie. Das ist, da habe ich auch gelesen. Das ist so ein Ho. Hörst du, warte mal, ich leg dich mal hierher. Ich leg dich mal hierher. Okay, hör mal. Pass auf, jetzt gehe ich mal rüber. Hörst mich nicht, ne? Pass auf. Jetzt, wenn ich jetzt hier reinspreche, ne, das nennt man Flüsterbogen. Jetzt können wir so, weißt du, als wäre es ein Telefon. Ne? Das ist das Telefon aus dem 12. Jahrhundert, ne? Also, kannst du ja nicht sehen, kannst du ja nicht sehen dabei, ne? Nee, Flüsterbogen. Was es hier aber noch an so Fancy Fact gibt, ja? Die Zeit hat den Boden so verändert, dass mindestens 2/3 dieser Pforte jetzt unter der Erde sind. 2/3. Ja, kannst du dir mal vorstellen, wie hoch zur damaligen Zeit die Mauern und diese Pforte war? Klar, ich nehme an, da lang, ne? Okay. Danke, ich komm schon klar. Ach so, ja, doch. Ich hab doch noch eine Frage. Ich habe so ein, wir müssen ein bisschen Social Media machen. Ich will auch Werbung machen, ne, fürs Kloster. Ich habe so ein Social Media Team dabei, die wollen ein bisschen filmen zwischendurch. Ich nehme das mal als, ja, ne? Schicke Brille. Bevor ich jetzt abtauche. Ich habe ein Team heute mal mitgebracht. Die nehmen wir noch ein paar Sachen für euch auf. Noch ein paar Facts für euch. Ne? Bin jetzt hier gelandet im Kloster Altzella. Altzella, was ist jetzt Altzella? Eine alte Zelle klingt so wie Gefängnis. Ne? In dem Fall, nee. Eine Zelle ist schon was Kleines, meint aber so ein in einem Objekt, so dein Refugium. Ne? Es gibt auch Neuzeller und halt das Altzeller, weil das Kloster hier, was im 12. Jahrhundert gegründet wurde, sich dann nochmal also so vergrößert hat, dass sie eine neue Zelle gegründet haben, die Klosterbrüder hier. Das hier waren die Benediktiner oder Zisterzienser, also es gibt da viele Namen wohl dafür. Ich habe jetzt auch rausbekommen, dass die auch Bernhardiner heißen. Hat nichts mit dem Hund zu tun, mit der Rasse. Nein, Bernhardiner und Bernhardinerinnen. Ne? Also die haben schon damals gegendert. Nein, haben sie nicht, sondern es gab halt auch Frauen, die Mönche wurden. Die hießen dann halt nicht Mönche, sondern Nonnen. Ne? Klar. Die waren aber in einem anderen Kloster, das war jetzt nicht gemischt. Ne, lange nicht gemischt. Hier waren halt die Mönche und ich habe mich da mal belesen, das waren am Anfang 15 und in Spitzenzeiten 200 in diesem Areal, 200 Männer auf einen Haufen. Und ich habe ja auch gehört, die haben nicht geredet. Also das ist jetzt kein Schweigekloster oder so, aber die haben nicht geredet. Das sind ja wirklich also Zeiten da, da brauchst du einfach mal eine Pause. Und genau das ist der Grund für ein Kloster. Ne? Früher haben sie auch viele gedacht, brauchst einfach mal eine Pause. Du musst näher an Gott, näher an der Wahrhaftigkeit sein. Ne? Und dafür gibt es die Klöster. Gut, das waren auch Wirtschaftsunternehmen. Ne? Also
Der Otto von Wettin, übrigens ein Sohn von Konrad dem Ersten. Also Konrad der Erste ist ja ein Top-Typ. Ne? Konrad der Erste, das ist der Wettiner, ein Zweitgeborener, der aus Wettin, also heute Sachsen-Anhalt, Petersberg, so die Gegend bei Halle, ne? Der kam aus Wettin, zog hierher, 1123 oder 28, da streiten sich die Geschichtsbücher. Also das offizielle Geschichtsbuch, was von mehreren Geschichtsschreibern geschrieben wurde, ne? Annalista Saxo, ne? Oder eben seine eigene Geschichtsschreibung, ne? So wie wir das heute machen. Wir schreiben ja unsere Geschichte auf Insta und auf Social Media, überall schreiben wir unsere Geschichte selber. Ne? Egal. Gab es früher auch, und dieser Konrad der Erste hat die dann auf dem Lauterberg, heute Petersberg, hat er die auch schreiben lassen. Ist er selber nochmal hin? Da ist auch ein Kloster gewesen. Also dieser Konrad der Erste von Wettin, der Stammvater der Wettiner als Markgrafen und spätere Kurfürsten in Sachsen war, dessen Sohn Otto, Otto der Erstgeborene, hat nicht nur für seinen Seelenheil, genau wie sein Vater eben, dieses Kloster gründen lassen, sondern auch für das Seelenheil aller seiner Nachkommen. Ja, ich habe mir sagen lassen, er hat hier die offizielle Grablege, nennt man das. Wir sagen heute Friedhof. Seine Grablege, die Grablege für die ganze Familie, der hat schon vorgeplant und hat gesagt, hier mindestens 10 müssen hier rein. Am Ende sind es, glaube ich, 14 oder 15 von den Wettinern geworden, die hier ihre Grabstätte, ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Ja, auch das. Aber dieses Kloster war eben nicht nur für das Seelenheil, sondern auch, und das zeige ich euch gleich mal, für das Wirtschaftliche, für die Expansion, für Kunst. Ne, also vor allem für Kultur, für die Erhaltung, für Historie. Eine umfangreiche Aufgabe, ja, stand hier für alle auf der Tagesordnung. Ne? Deswegen haben die auch nicht so viel geredet. Die haben ja Landwirtschaft betrieben. Ne? Die haben hier Getreide angebaut und Gemüse, Möhren und Sonstiges. Ja? Also was noch alles zu Gemüse zählt. Die haben dann Obst angebaut. Selbstverständlich auch Wein, ne? Und aus den Weintrauben konnte man natürlich was machen. Gut, jetzt in dem Fall nicht den Rotwein, sondern es ist jetzt eher der Weißwein, ne? Für Kenner. Ich bin keiner, ja. Und was sie hier auch hatten, sie hatten hier Teiche, die haben sie extra angelegt, also Fischzucht und Fische. Alles in allem ist das hier eine doch sehr leckere Veranstaltung. Das waren komplette Selbstversorger. Will heißen, sie haben sich wirklich von früh bis spät selber versorgen können mit allem, was das Herz begehrt und was man natürlich auch zum Handeln, zur Wirtschaft und zur Vermehrung des eigenen Reichtums braucht. Ne? Ich würde mal sagen, eine richtig clevere Institution, eben ora et labora. Ne? Also bete und arbeite. Aber dazu kommen wir noch mal später, das haben sie noch cleverer dann eingerichtet, als wir uns das vorstellen. Und so schnell, wie es produziert wurde, war es dann natürlich auch wieder weg. Ne? Das sind ja alles verderbliche Lebensmittel, aber dafür gab es dann Eiskeller und diverse. Die waren schon richtig clever, die Mönche. Ne? Es gibt schon einen Grund, warum ich hier bin. Dieses Kloster existierte aber nur knapp 400 Jahre. Ne? Warum? Ja, Auflösung später, sage ich mal. Bleiben Sie wie immer schön neugierig. Ihr Lieben, ich melde mich da noch mal, ne? Insta-mäßig und gut. Ja, ich gehe da mal rein, ich frage mal, ich hoffe, der Mönch ist inzwischen drin, ne? Puh, also ein bisschen Bammel habe ich schon. Ja, also ein bisschen Bammel habe ich schon. Gut, los geht's. Packen wir zusammen. Ey, was macht man nicht alles für eine Social Media Karriere? Ja. Alter, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Guck mal, ich sitze dran. Sie sind's wieder. Ich habe ein Zimmer, ne? Hier gebucht. Kann ich rein, oder? Herzlich willkommen. Du willst in unsere Gemeinschaft aufgenommen werden? So, wie du bist, kannst du nicht reinkommen. Muss ich zum Friseur oder was? Was ist jetzt die? Ja, erstmal musst du alles abgeben, was du besitzt. Ja, also was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt mein Zuhause, mein Geld, mein alles oder wie? Wenn du zu uns ins Kloster willst, dann musst du Armut geloben. Nichts von deinem Besitz darfst du mit ins Kloster nehmen. Okay, aber ich habe jetzt hier noch Wechselsachen drin, die kann ich schon mitnehmen, oder wie? Wechselsachen
brauchst du nicht. Alles, was du brauchst, bekommst du von uns. Okay, und das war jetzt schon immer so. Also seit 1160 oder wann das hier, oder 65, wann das hier, war das schon immer so. Die Leute sind hergekommen, haben alles abgegeben. Das war früher auch so. Alles, was du hier abgibst, kommt der Gemeinschaft zugute. Ja. Regel des heiligen Benedikt. Ora et labora, fete und arbeite. Und das ist alles, was zählt. Mein Laptop kann ich mitnehmen? Ich meine, weil das hat schon mit Arbeiten auch zu tun. Das ist meine Arbeit. Muss draußen bleiben. Dafür ist jetzt das Körbchen, oder? Okay, alles klar. Dieser Ritter von damals in Frankreich oder was mit seinen 30 Gefolgsleuten, der hat das auch gemacht. Der hat alles abgegeben, oder wie? Richtig, wir haben alles abgegeben, alles hinter sich gelassen, sich von ihrer Familie verabschiedet. Und mit dem Eintritt ins Kloster beginnst du ein neues Leben. Das Handy bleibt draußen. Und jetzt, aber Schmuck? Also Ringe, oder? Brauchst du im Kloster nicht. Du lobst Armut. Was bringt mir das? Ihr redet kaum hier. Man hat nichts Eigenes mehr. Also man ist völlig nur noch man selber. Also ich definiere mich doch teilweise über meinen Laptop, über mein Handy, über meinen Freundeskreis. Das ist doch... Das ist dann alles weg, oder was? Du widmest dein Leben Gott. Okay. Guck mal, ich habe hier noch... von dem nach vorne. Was bin ich? Ich bin, von Adel bin ich jetzt nicht. Ich bin von Hause aus ursprünglich Bauern, dann mein Großvater war Arbeiter, meine Eltern dann Intellektuelle, also ich bin jetzt einfach, ich bin Schauspieler, das ist jetzt Künstler, okay? Ich bin jetzt nicht wirklich von Adel, ne? Aber kannst du handwerklich arbeiten? Also ich kann mit Kettensäge, ich kann Baum klettern, Tischlern, Zimmermannsarbeiten, sowas kann ich anders. Schon zwei rechte Pfoten. Ne? Dann hätten wir Verwendung für dich. Du könntest Laienbruder werden. Laienbruder. Das sind diejenigen, die das Kloster am Laufen halten. Die in den Werkstätten arbeiten, in der Küche, in der Bäckerei. Okay, das heißt, ich komme jetzt hier rein zum Arbeiten. Ihr unterteilt das. Die einen, also die Adligen, die dürfen lesen und beten und was nicht alles. Und die anderen schuften. Aber es ist ein bisschen komisch, oder? Das ist eine Arbeitsteilung, denn nur so funktioniert der Klosteralltag. Alles klar, was? Klamotten kann ich aber anlassen. Deine Sachen gibst du auch. Ja. Bevor du reinkommst, brauchst du natürlich noch die passende Kutte. Hosen, Schuhe, alles, ja? Alles. Alle Kleidungsstücke, die du benötigst, stellen wir dir zur Verfügung. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hallo. Was bist du denn jetzt geworden? Chormönch oder Laienbruder? Laienbruder? Dann bist du jetzt hier genau richtig. Du stehst jetzt nämlich vor unserem Konversenhaus. Das Gebäude der Laienbrüder. Das ist genau das. Ein Konversen, das sind die Laienbrüder, die ins Kloster gegangen sind. Und hier in dem Haus haben sie geschlafen und im Erdgeschoss war der Speisesaal. Und wenn sie nicht gegessen und nicht geschlafen haben, dann haben sie gearbeitet. Das ist schon mal gut. Essen unten, schlafen oben? Ganz genau. Muss ich auch um zwei dann aufstehen wie die anderen und beten? Als Laienbruder hast du Glück, du darfst durchschlafen, bis die Sonne aufgeht. Also wenn der Hahn kräht? Wenn der Hahn kräht. Okay. Und dann musst du den Tag über vor allen Dingen arbeiten. Was könntest du denn? Ich kann Baum klettern. Ja. Tischlern, auf jeden Fall. Also wirklich Tische bauen, reparieren. Ein bisschen Zimmermann. Naja, es gibt eine Menge Werkstätten. Es gibt Küchen, es gibt eine Bäckerei. Irgendeine Verwendung werden wir schon finden für dich. Und das hier hinter mir, was ist das? Das ist die Schreiberei. Wer?
Die Schreiberei, so eine Art Verwaltungsgebäude. Also da habe ich auch nichts verloren, ne? Nee, du hast wirklich die... Super, und dann? Okay. Da muss ich ja sagen, hier wird ein Streich gespielt. Das Kloster gibt es schon lange nicht mehr. Ja? Nee, oder? Das ist aufgelöst worden in der Reformationszeit. Das gibt es seit 500 Jahren nicht mehr. Und wenn du willst, kannst du aus der Kutte wieder raus und in deine normalen Klamotten schlüpfen. Okay, gut, dann ziehe ich mich eben wieder... ziehe ich mich um. Ich war schon mal im Kloster hier im Marienthal, Ostrau. Die haben. Da ist noch. Wieso haben die und ihr nicht mehr? Die haben noch, ja, weil die nicht protestantisch geworden sind. Und deswegen die Klöster eben nicht aufgelöst wurden. Okay, alles klar. Danke für die Info. Bis dann. Bis dann. Kloster Altzella, einst bedeutendste Zisterzienserabtei in Sachsen, 1162 bis 1540. Das ist tatsächlich im Zuge der Reformation aufgelöst worden. Das dauert hier im Meißner Land ein bisschen länger, bis sich die Gedanken Luthers durchsetzen können. Aber 1539 ist es soweit. Und dann werden die Klöster sozusagen untersucht und bewertet und in der Folge dann auch aufgelöst. Es gibt eine Visitationsdelegation, oder das sind Ratgeber des Herzogs. Herzog Heinrich der Fromme gibt es in Auftrag. Und die besuchen alle Klöster, die es noch gibt. Bewerten die Klöster, bewerten den Zustand, bewerten die Moral im Konvent und geben dann die Hinweise, was damit zu passieren hat. Und also letztendlich werden die Klöster aufgelöst. Hat jetzt Kloster Altzella zu wenig Bestechungsgeld bezahlt? Nee, darum geht es ja gar nicht mehr. Es geht wirklich darum, den Glauben der noch in den Klöstern lebenden Mönche zu bewerten. Es wird befragt oder gefragt nach dem Glaubensbekenntnis. Wollt ihr katholisch bleiben? Dann habt ihr das Kloster zu verlassen, müsst euch eine katholische Gegend suchen, wo ihr vielleicht noch unterkommt. Bekennt ihr euch zum Protestantismus, dann wird euch möglicherweise eine Pfarrstelle im Umland gegeben. Älteren Mönchen, die schon seit Jahrzehnten in dem Kloster leben, dann wird die Möglichkeit gegeben, noch bei einer kleinen Leibrente die Gebäude mitzunutzen. Das Kloster Altzella war der Mittelpunkt einer riesigen Grundherrschaft. Es gab einen relativ geschlossenen Bereich hier rund um Altzella, in die Lommatscher Pflege, aber auch in die Freiberger Gegend. Und dann gab es wirklich noch verstreuten Besitz bei Leipzig, bei Dresden, auch im Thüringischen, im Böhmischen. Weil, also die Besitztümer sind entstanden, weil Adlige, Reiche dem Konvent eingetreten sind und gesagt haben? Auch. Aber prinzipiell konnte jeder, jeder, der begütert war und sich den Weg ins Paradies erhoffte, ein Kloster oder eine Kirche unterstützen. Also es gibt ganz viele Ritter, die beispielsweise dem Kloster einfach, weiß ich, in Wald übergeben haben oder in Gewässer übergeben haben mit bestimmten Rechten, die daran versehen. Genau. Im Gegenzug haben dann die Mönche für die Förderer, für die Stifter ein gutes Wort bei Gott sozusagen eingelegt. Dieses Konzept von Himmel und Hölle, beziehungsweise dieser Zwischenstation, Fegefeuer, das war natürlich eine Motivation für das ganze Handeln. Es war auch für die Mönche natürlich die Motivation, ins Kloster zu gehen und für die Männer, die sich dann dafür entschieden haben, Mönche zu werden. Einfach, dass der Weg ins Himmelreich offen steht. Und die haben das wirklich geglaubt, dass da oben am Firmament, ich meine, Weltumsegelung, 1522 Magellan, 1492 Entdeckung Amerika durch Kolumbus. Ja, Galileo Galilei sagt schon mal, hallo, die Welt ist rund. Ja, natürlich gab es immer Gelehrte, die das System auch hinterfragt haben. Also es gab ja auch immer den Kampf schon im Mittelalter von Sekten, die diese althergebrachte Lehre hinterfragt haben, vielleicht Alternativen dazu auch aufgezeigt haben. Die sind auch von der Kirche bekämpft worden. Wie viele Mönche waren in den Hochzeiten hier? Naja, ganz so einfach ist nicht zu sagen, weil wir also keine Listen haben, wo die sich eingetragen haben. Aber wenn man die Größe der Gebäude sich auch anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass hier in Altzella in der Blütezeit zwischen 150 und 200 Mönche gelebt haben. Und wir haben ja auch von den verschiedenen Arten der Mönche gesprochen, von den Arbeitsbrüdern, Laienbrüdern, Arbeitsmönchen und den Chormönchen. Und da geht man von einem Zahlenverhältnis von zwei Drittel Laienbrüder zu ein Drittel Chormönche aus. Also doch irgendwie auch eine weltliche Organisation. Also wer von Adel ist,
Ja, ist Gott näher grundsätzlich, arbeitet weniger, aber Gott hat gar keine Zeit mehr. Und wer jetzt nicht von Adel ist, macht's Klo sauber. Ja, wobei das mit den weltlichen Tätigkeiten gar nicht so viel zu tun hat, denn auch die Handarbeit ist im Kloster als Gottesdienst gewertet worden. Also auch die Arbeit in den Werkstätten war ein Gottesdienst. Na, man hat es definiert als Gottesdienst, damit man es schmackhaft machen kann. So sehe ich es. So würde man es heute vielleicht sehen, aber damals war das also wirklich die Motivation. Jeder kann seine Fähigkeiten, seine Möglichkeiten mit einbringen. Es ist ein Dienst an Gott und durch diesen Dienst an Gott ist es sehr wahrscheinlich, dass man nach dem Tod ins Paradies kommt. Das ist nicht zu unterschätzen. Also es war im Mittelalter wirklich so, dass die Geburt war quasi der Eintritt in das irdische Jammertal. Hier hatte man zu leiden, hier hatte man das Kreuz zu tragen im übertragenen Sinn. Das große Ziel war im Mittelalter das Leben nach dem Tod. Das ist eine Kirche. Also, war das hier im Nachhinein jetzt noch, das sind die großen Pfeiler, die das Dach tragen. Also romanischen Ursprungs. Rundbögen. Und trotzdem vielleicht 15, 16, 17 Meter hoch. Und alles hier aus diesen roten Ziegeln. Und die Besonderheit dieser Kirche war, die hatte keinen Turm. Die Benediktiner, Zisterziensermönche, hatten eine ganz klare Regel, die mit Demut, Bescheidenheit zu tun hat. Die hatten viele Regeln. Aber eine war eben nichts Prunkvolles, Prächtiges, nach außen Arrogantes, Pompöses darzustellen. Wenn ich mir das aber richtig überlege, ist Ihnen das mit dieser Kirche nicht wirklich gelungen, denn die war riesengroß. Wenn man sich das anschaut, selbst da hinten geht es noch weiter, wenn man jetzt von oben drauf schaut, ist das dort hinten sowas wie so ein Urkreuz. Das hier ist das Langschiff, da hinten das eigentliche Urkreuz, da wo der Altarraum war, der Kreuz, also Kreuze sozusagen ein Mittelschiff. Und es war riesig für die, wenn man sich überlegt, hier waren Hütten nebenan, Lehm, Holzbauten, kleine Köhlerhütten, Bauern. Und dann wirklich so ein Schiff ist schon beeindruckend. Der Plan für diese Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Wurde auch angefangen, weil Otto, ne, der Wettiner, der Sohn von Konrad, der hat das ja gestiftet, der hatte ja die Idee für seinen Seelenheil, letztlich auch für die Wirtschaft, hier richtig was hinzuklotzen. Und das hat auch für eine gewisse Zeit funktioniert. Nicht wirklich lange, also für die Investition jetzt nicht wirklich lange. Bis 1540 ungefähr. Die Reformation zog in Sachsen ein. Die Kurfürsten in Sachsen, selbst Moritz, der erst einmal auf der Seite der Katholiken gekämpft hat, gegen seine Familie, gegen den Kurfürsten selber. Aber er war Protestant, hat dann die Kurfürstenwürde übernommen. Dieses Areal wurde einfach aufgegeben. Es war dann, man könnte sagen, Baustofflager. Ja? Also alle Nachfahren vom Kurfürsten Moritz, also der Heinrich, dann der erste August in der Reihe, August der Erste, alles noch 16. Jahrhundert, haben gesagt, damit können wir nichts mehr anfangen. Ne? Interessiert uns jetzt nicht so sehr hier, was jetzt hier so abgeht, inklusive der Grablege der Wettiner, ist jetzt nicht mehr so das Gelbe vom Ei, wollen wir nicht mehr. Damit bauen wir uns jetzt mal aus dem Schloss Nossen, ne, aus der ursprünglichen Ritterburg und aus dem Bischofssitz und dem Mönchssitz und so weiter, im Zuge der Reformation, bauen wir uns jetzt mal ein richtiges Jagdschloss. Ja, unser Jagdlager und haben damit nochmal so eine Art Residenz. Ne? Also nehmen wir das, was wir hier nicht mehr brauchen, schippen uns darüber ganz um die Ecke und bauen uns ein schönes Schloss. Ist Ihnen auch gelungen, ist ein sehr schönes Schloss geworden. Ja. Dafür ist das hier zum Baustofflager degradiert worden. Muss beeindruckend gewesen sein. Und das Ganze in Rot, ne? Ziegel, selbst gebrannt. Hier, von den Mönchen.
hier. Das hier war nochmal 5 Meter tiefer. Dieses Langhaus hier, in dem nochmal eine extra Kapelle war für die Mönche. Unglaublich groß. Na klar, davon kann man ableiten, dass hier bis zu 200 Mönche da waren. Und all das hier ist noch der englische Garten. Der englische Garten, der sich aus dem barocken Verständnis des Umgangs mit der Natur überhaupt das entwickelt hat. Die barocken Gärten waren von der Überzeugung geprägt, wir beherrschen die Natur. Wir können die Natur in Form schneiden. Der englische Garten dann nach Rousseau ist eher ein Ausdruck eines neuen Naturverständnisses. Das Verständnis im Umgang mit der Natur hat sich am Ausgang des Barock völlig gewandelt. Also man hat dann den Eindruck, dass der Mensch ein bisschen mehr Einsicht hatte. Das hier ist der Mühlgraben. Daher kommt das in einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebste ist verschwunden, die dort gewohnt hat. Sie hat mir treu versprochen, gab mir einen Ring dabei. Sie hat die Treu gebrochen, das Ringlein sprang in zwei. Ich möchte als Spielmann reisen, wohl in die Welt hinaus. Und singen meine Weisen und gehen von Haus zu Haus. Ich möchte als Reiter fliegen, wohl in die blutige Schlacht. Um stille Feuer liegen im Feld bei dunkler Nacht, höre ich ein Mühlrad gehen. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Ich möchte am liebsten sterben. Dann wäre es auf einmal still. Ich weiß nicht, was ich will. Ich möchte am liebsten sterben. Dann wäre es auf einmal still. Josef Eichendorff gibt es vertont von den Comedian Harmonists. Ist Romantik, ne? Ein riesengroßer romantischer Park ist das hier. Und hier, an der Stelle, hier vorn, hier hat jetzt nicht der Josef Eichendorff gestanden, der das Lied geschrieben hat, einen Text geschrieben hat. Hier hat Caspar David Friedrich gestanden. Gibt es Skizzen davon, dass er hier Kloster Alzella gezeichnet hat. Das war um 1800 rum. Caspar David Friedrich, Karl Gustav Carus, Ludwig Richter, alles so Vertreter der Romantik in der Malerei. Oder halt ein Kleist, ne, eben in Eichendorff, in der Literatur. Zur gleichen Zeit haben natürlich auch ein Schiller und ein Goethe gelebt. Ne? Romantik, dieser Park ist von Intellektuellen, von Künstlern, von Liebenden um 1800 entdeckt worden, besucht worden. Die Ruinen, die halt entstanden sind, weil das alles Baulager war, weil es ein Steinbruch war, sind als ja, die romantische Verklärung entdeckt worden. Dieses nicht mit der Zeit mitgehen können, verstehen, dass der wissenschaftliche Aspekt, die Entdeckungen, dass es immer weiter fortschreitet. Zu begreifen, die französisch-bürgerliche Revolution revolutioniert wirklich den Alltag, das Denken, das Demokratie, das Lebensverständnis. Ein völlig neues Verständnis, kommend von einer absolutistischen Macht in ein bürgerliches Verständnis des Lebens. Für viele Intellektuelle dann nicht fassbar, eine Flucht. Fast so wie heute. Man versteht, wo es hingeht, man kann es nicht wahrhaben. Man weiß vieles, was ist, und man sagt, wie sollen wir das handeln? Verdammt! Für einige Künstler war der einzige Ausweg dann der Selbstmord. Kleist, kleiner Wannsee, hat sich dort tatsächlich umgebracht mit seiner Freundin. Zerbrochen an der Zeit oder am Verständnis, ich verstehe die Welt. Und genau das ist das, was mich zerstört, vor allem bei Künstlern. Dieser Park, dann entdeckt von Intellektuellen, von Künstlern, wurde dann als letzte Nutzung im Kloster Alzella oder die jüngste Nutzung, ein englischer Garten, ein englischer Park, ein wilder, wuchernder mit Linden, mit Eichen, mit Haselnuss, mit Lärchen, mit Kiefern, mit allem an Baumbestand, was irgendwie geht.
Ahorn habe ich noch vergessen. Ahorn, Linden, Platanen, Buchen, Hainbuchen, überwucherter Park, der heute noch viele Gäste hat, besucht wird, weil er einfach ein Traum in Grün ist. Ein romantischer Traum in Grün, wo man sich gut und gerne fallen lassen kann über Zeit, über Entwicklung und über das Menschsein nachdenken kann. Gleichwohl findet man hier dann auch wieder, was die alten Gebäude eben waren. Das große Schlaf- und Speisehaus für die Mönche. Auf der anderen Seite die große Kapelle, auf der Seite hier hinten für die Mönche der Klausurgang. Wir sind jetzt mittendrin im Kreuzgang. Hier war der Kreuzgang, hier fanden die Prozessionen statt, als das Kloster bis 1540 herum noch ein aktives Mönchskloster war. Ja, Kloster Altzella ist einfach mehr als eine Reise wert, ne? Dona, nobis, pacem, pacem. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17. Der hat eine Akustik, die ist ganz bewusst. Ne? Wir haben hier ein Kreuzgewölbe. Wir haben hier eine Hallentwicklung, eine Soundentwicklung. Ist genau dafür gedacht, ne? Dass man hier sitzt und eben nicht redet. Man versteht sich gar nicht. Sondern den Psalmen hört, während man isst als Laienbruder. In primis ut quid agendum in choas bonum. Ab eo perfici instantissima oratione de poscas. Ut qui nos iam in filiorum dignatus est numero computare, non debet aliquando de malis activus nostris conquistare, ita ini mei omni tempore ridatus a malis nostris, quissimos servos perpetuita, sequi nullerinti ad gloriam. In diesen Räumen, in diesen Hallen klang es so leise oder laut beim Speisen. Refeciare, Refektorium, das Nähren und Wiederherstellen des Körpers, nicht nur des Körpers über Speisen. Hier gab es Brot und Suppe, jeder seins. Hier wurde auch der Geist genährt währenddessen. Das sind die Regeln vom heiligen Benediktus. In Deutsch heißt das, vor allem, wenn du etwas Gutes beginnst, bestürme ihn beharrlich im Gebet. Er möge es vollenden. Dann muss er, der uns jetzt zu seinen Söhnen zählt, einst nicht über unser böses Tun traurig sein, weil er Gutes in uns wirkt. Müssen wir ihm jederzeit gehorchen, dann wird er uns einst nicht enterben,
wie ein erzürnter Vater seine Söhne. Er wird auch nicht wie ein furchterregender Herr über unsere Bosheit ergrimmt sein und uns wie verkommene Knechte der ewigen Strafe preisgeben, da wir ihm in die Herrlichkeit nicht folgen wollten. Hier ging es nicht darum, den intellektuellen Gedanken zu erfassen mit dem Verstand, sondern ihn wahrzunehmen mit allen Sinnen. Sinnlich, wahrhaftig. Man muss nicht gläubig sein, um hier in einer gewissen Art der Kontemplation, einer Meditation zu verfallen. Es ist ein zur Ruhe kommen. In den Zisterzienserklöstern war Schweigegebot. Es war geboten, nicht zu sprechen, eben den Geist nicht mit Niederen. Ah, wie geht's dir heute? Wie ist denn das Wetter? Zu belasten oder abzulenken. Die Idee war, in einer kompletten Wahrhaftigkeit, in einem Wahrnehmen, da zu sein, wo man ist. Natürlich gab es auch Ausnahmen von den Regeln. Hier und da für die Kranken gab es dann auch Fleisch zu essen, nicht nur Obst und Gemüse. Also das vegetarisch-vegane wurde dann doch hier und da aufgelöst. Hühnersuppe, immer gut bei Erkältung, bei diversen Krankheiten, hier und da auch Rinder oder Schweinefleisch und alles, was aus dem Wasser kam. Ja, Omega-3-Fettsäuren waren immer zu gebrauchen, Fisch. Alles, was aus dem Wasser kommt, Fisch, genauso natürlich Algen, Wasserpflanzen und so weiter. Aber auch Biber, hier und da auch Biber, kam ja aus dem Wasser, konnte Fisch sein. Oder man trieb halt mal eine Sau durchs Wasser, war dann halt ein Wasserschwein, konnte man dann auch essen, kam ja aus dem Wasser. Ändert nichts an dem, was so eine Akustik mit dem einzelnen Menschen machen kann. Herkommen, genießen, wahrnehmen. Das Refektorium, ein Stärken, ein Nähren, ein Wiederbeleben und ein Beleben des Körpers, aber genauso eben auch des Geistes, das die Idee des Speisesaals, hier wird der Körper genährt, genauso aber auch die Seele und der Geist. Nobis pacem, pacem. Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glocke hat 12 geschlagen. Der Raum hat jetzt nicht die Akustik, verständlicherweise, ist ja auch der Schlafsaal. Es gab immer jemanden, der auf die Kerze aufgepasst hat. Das Licht im Raum war, ne? Aber jetzt nicht nur deswegen, damit man das Klo findet. Licht bedeutete immer eine Sicherheit, die bösen Geister und den Teufel abzuwehren, sie zumindest zu sehen. Dafür die Kerze und dafür einen, der immer Nachtwache halten musste. Auch hier im Schlafsaal der Laienbrüder. Also derer, die, wie er da drüben zum Beispiel, hier auf Stroh liegend geschlafen haben. Oh, also, boah, wenn man das genau nimmt, ist das, selbst mit Stroh, ist es hart. Meine Herren, aber Schlafsaal. Der Punkt ist ja, wir mussten zwar nicht hier um 2 Uhr nachts aufstehen, wie die Mönche. Wir als Laienbrüder, ne? Wir durften zwar aufstehen, wenn der Hahn kräht oder wenn die Sonne aufging, ne? Aber die Arbeit, die zu machen war, die war schon riesig. Also wir haben alles, ne, gelöst. Wir haben allein das Papier
also das Pergament hergestellt, damit die Mönche schreiben konnten. Und das war jetzt nicht so einfach. Das heißt, Tiere häuten, ne? Tätigkeiten eines Gerbers. Ja? Da musste Tinte hergestellt werden. Vielleicht sogar die Federkiele angespitzt. Vielleicht haben sie das aber auch in Handarbeit selber gemacht. Das klingt immer so schön, Handarbeit, so wie Sticken, Häkeln und Nähen. Nee, Handarbeit waren auch schon schwere Tätigkeiten. Ne? Guckte die Balken an oder die Steine. Da gab es viel zu reparieren, gab es viel zu tun. Und deswegen war so ein Nachtschlaf und der Mann mit der Kerze da oben schon wichtig, dass wir unser Seelenheil hier uns hart erarbeiten. Und denn die Strafen für Verfehlung, die waren drastisch. Es gab richtig Schläge, wenn du verfehltest, ne, das vor dem Abt dann sofort gestanden hast, meine Verfehlung, ich habe, weiß ich, nicht wirklich gebetet oder keinen Rosenkranz oder was auch immer, gab es Strafen. Da gab es mit dem Knüppel oder Selbstgeißelung. Und wenn es ganz schlimm kam, dann ging es da auch mal in den Karzer. Ne? Ja, na dann. Oh, zurück zu dem Mann mit der Kerze da. Damals waren die Fenster natürlich alle viel, viel kleiner. Nicht so groß wie nach dem Umbau. Und auch die Decke war niedriger. Also es war leichter, es warm zu halten, obwohl das jetzt hier keine Fußbodenheizung hatte. Wie manch anderer eben warmer Raum. Das ist schon eine große Entbehrung, die man hier auf sich genommen hat, ne? Das ist schon beeindruckend, aber wenn man versteht oder wenn man versucht zu verstehen, dass die Menschen früher im hohen Mittelalter und im späten Mittelalter davon ausgegangen sind, dass ihr irdisches Jammertal, ihr Leben auf der Erde, dass sie es durchmachen mussten, um dann zum eigentlichen Leben, nämlich dem Leben danach, zu kommen. In der Hoffnung, nicht in der Hölle zu landen, aufs Paradies sich Hoffnung zu machen, das war schon ein großes Unterfangen, denn wer hat es geschafft, nicht gegen eines der 10 Gebote zu verstoßen. Mögen wir daran denken, dass wir auch die Teufel vertreiben, vielleicht auch mit einer Kerze oder mit einem inneren Licht, dass wir denen nicht verfallen, die uns dazu treiben, in Völlerei und sinnloser Verschwendung zu leben, mit kaufen, kaufen, kaufen und wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen und Hauptsache haben, 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 ob man es will oder ob man es nicht will. So ein paar Gedanken aus der Zeit zu erhalten, man muss nicht gläubig sein, das macht Sinn. Otto hat ja mehrere Brüder, ja, die dann auch teilweise eigene Grablegen oder eigene Klöster gegründet haben, eigene Grablegen installiert haben. Das ist ja wie eine Lebensversicherung über den Tod hinaus eigentlich. Also ja. Wir machen heute Lebensversicherung für die Kinder. Ja. Und damals war das so eine Art Lebensversicherung für das Jenseits. Genau. Dadurch, dass gerade die Wettiner als die Stifterfamilie haben sozusagen die besten Grabplatten oder die besten Grabstellen rund um den Hochaltar hatten, wurden die Mönche natürlich immer daran erinnert, welche Familie hier die wichtige war, welche Familie das Kloster gestiftet hat, weiterhin auch gefördert hat. Und dann hat man die Namen der Verstorbenen eben auch in die Gebete mit eingeschlossen und somit dann im Glauben des Mittelalters garantiert, dass sie mindestens im Fegefeuer landen, möglicherweise sogar den Weg ins Paradies finden. Also es war eher so, dass du permanent in der Zwischenwelt bist, als dass du wirklich sagst, ich bin mir sicher, ich komme ins Paradies? Naja, dafür waren die Gebote, die 10 Gebote, die das sozusagen, die zugrunde lagen, mitunter eben nicht so einfach einzuhalten. Ja. Denk mal an August, ich meine, der konvertiert zurück, wird Katholik. Ja. Und hat, ist in Matrissenwirtschaft, wo du sagst, warte mal, in den 10 Geboten hast du schon mal mindestens allein dadurch 2 oder 3 naja, schon mal komplett verletzt. Naja, möglicherweise spielte da das Konzept von Himmel und Hölle schon gar nicht mehr die große Rolle. Das ist durchaus. König Johann, 19. Jahrhundert, hat erstmal noch Dante Alighieris göttliche Komödie übersetzt. Also, ich denke, okay. Dieser Bau. Der Bau wurde im 17. Jahrhundert begonnen, in der Barockzeit. Ja. Blieb dann aber über 100 Jahre unvollendet und erst dann in der Zeit des Klassizismus, also kurz vor 1800, hat man den Bau dann vollendet und da natürlich dann wirklich mit diesem Rückgriff auf die griechische Antike. Genau. Und deswegen wirkt es von außen eben wie so ein Tempel. Ursprünglich sitzen wir jetzt hier im Chorbereich der Kirche. Ja, im Chorbereich. Ja, genau. Also in dem Bereich
wird sich der Hochaltar befunden haben. Ja. Das Mausoleum hält sich vom Grundriss nicht ganz genau an den Grundriss der alten Kirche, aber ungefähr ist das. Wenn man die Nachfahren der Gründerväter des Klosters im 16. Jahrhundert diesen gesamten Bereich als Baustofflager freigibt, was passiert dann mit den verstorbenen Angehörigen, die jetzt keine 100 Jahre zuvor verstorben sind? Naja, es war ja nicht die Grablege bis ans Ende des Mittelalters, die wechselt dann nochmal. Im Dom zu Meißen gibt es die Fürstenkapelle. Ja. Und das heißt, das war schon gar nicht mehr die aktuelle Grablege. In der Reformationszeit wechselt das ja dann sogar, dass in Freiberg die Grablege der Wettiner installiert wird. Aber für den August, der das ja hauptsächlich zu verantworten hat, dass Altzella so aussieht, wie es heute aussieht, waren katholische Kirchen oder katholische Klöster, generell Klöster, wie ein rotes Tuch. Das waren Überbleibsel dieses Irrglaubens des Mittelalters. Deswegen hat er da auch keine Skrupel gehabt, wirklich auf die Grabstätte so verkommen zu lassen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, das ist nicht der August, den alle kennen, August der Starke, sondern das ist der erste August. Das ist der erste August, der mit der Augustusburg im Erzgebirge zu tun hat. Das sind ja nicht alle. Insgesamt haben das als Grablege 6 Markgrafen. Sechs Markgrafen. Und Ehefrauen und Kinder, die nicht in Amt und Würden gekommen sind. Also über 20 wettinische Beisetzungen gab es hier in Altzella. Aber die fehlen ja jetzt hier. Gibt es hier noch drunter irgendwo? Ja, also hier unter diesem Denkmal hinter uns, da gibt es eine kleine Gruft. Gar nicht sehr groß, aber dort sind in 5 Steinsarkophagen noch die Gebeine einiger Wettiner sozusagen aufgestellt. Ist auch zugänglich? Das ist zugänglich. Das Interessante bei den Sarkophagen ist, da konnte man die Gebeine noch den Verstorbenen zuordnen, weil die nicht direkt hier in der Kirche beigesetzt wurden, sondern in der angrenzenden Andreaskapelle. Das ist auch dann überliefert gewesen, wessen Gebeine das waren. Hier unter den Grabplatten befinden sich auch die Gebeine noch, aber da weiß man nicht mehr, zu welcher Person die gehören. Es gibt noch einen dritten Bereich, wie Kloster Altzella grundsätzlich genutzt wurde. Das war ein Wirtschaftsbereich, der bis in die DDR-Zeit ging, oder? Genau, also die Mönche haben ja schon im Mittelalter hier Landwirtschaft betrieben. Es gab einen großen Wirtschaftsbereich innerhalb des Klosters und bei der Klosterauflösung ist dieser Wirtschaftsbereich weiter genutzt worden. Und da haben wir dann wieder unseren Kurfürst August, der also das Kloster so eigentlich abtragen ließ. Er hat andererseits hier die Landwirtschaft fortsetzen lassen und hier ist ein Kammergut entstanden für die Rinderzucht. Das heißt, von Altzella aus sind Milchprodukte, Käse, Butter, Quark nach Dresden an den Hof geliefert worden. So wird ein Schuh draus. Das macht Sinn.